Felix Rohrwange und Ramona Leif. Axel, du siehst, das Publikum hier ist begeistert. Wie ist jetzt die Geschichte noch ausgegangen? Oh, du, Ramona Leif war sehr sauer. Ganz einfach, weil ich sie vorher noch angemacht hatte. Sie versuchte, um den Gala rumzukommen, glückte nicht ganz, dann versuchte sie ihn zu drehen. Das war zu eng, dann trat er erstmal eine Wand ein und verschwand dann schnaubend in ihrem Zimmer. Ich wartete einen Moment, dachte, naja, jetzt werden wir irgendwann gucken, klopfte die Zimmertür auf. Das totale Chaos. Der Gaul zog an der Bettdecke und zog sie weg. Aschenbecher auf dem Boden, Gegenstände rumliegend. Und Ramona versuchte verzweifelt, Hilfe zu bekommen über Telefon. Und dann schnapp, Telefonkabel, und er zog wieder. Und sie war also total am Ende. Also ich muss sagen, ein Hotelzimmer ist eigentlich nichts für ein Pferd. Oh Gott, wusstest du das nicht vorher? Ja, jetzt weiß ich es aber ganz sicher. Kommen wir zu einem nächsten Film, nämlich zu Simon Redl. Sie ist nicht nur eine begabte Schauspielerin, sondern auch eine begabte Malerin. Sie hatte ihre Bilder kürzlich in Frankfurt in einem großen Hotel ausgestellt und wir haben diese Ausstellung mit unserer Kamera besucht. Verleihung des goldenen Napoleons, einem Preis, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt, ist alles da. Fernsehen, Rundfunk, Presse. Das ist die Malerin Simone Redl. Sie ahnt natürlich nicht, dass die ganze Veranstaltung einzig von uns arrangiert wurde. Die halbstündige Laudatio, die wir gekürzt wiedergeben, hält unser Lockvogel Axel Ganz. Der Text stammt aus der Feder von Kurt Felix. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Freunde der Kunstkommission, liebe Frau Simone Redl. Ein Bild wollen wir heute mit einem Preis auszeichnen, das unserer Kunstkommission bei dieser Ausstellung besonders gefallen hat. Eines der 25 Werke, das in der langen Reihe der Bilder sozusagen ins Auge ging, weil es sich von all den anderen unterschied und trotzdem ein typischer Redl ist. Ich darf Sie nun zur Preisverleihung bitten, gnädige Frau. Bitte schön. Ja. Danke, danke. Im Namen unserer Kunstkommission der Deutschen Hotellerie, De Hoga, darf ich Ihnen nun den goldenen Napoleon überreichen. Wie Sie danke. Wie ja bekannt ist, war Napoleon ein Förderer der schönen Künste. Darf ich nun bitten, das Bild, was wir ausgezeichnet haben, zu enthüllen? Es heißt Park Exotik. Aber hier handelt es sich um eine gewollte Verwechslung. Das ist nämlich der Fluchtwegplan des Hotels. Simone steht hinter dem Bild und kann es also nicht sehen. Werk Anmerkungen machen, dass unsere Kunstkommission veranlasste, dieses Bild mit dem goldenen Napoleon auszuzeichnen. Im Blick fangen die fein gesponnene grüne Fläche. Das Grün, das dem Auge imponiert, das die Sinne fesselt, das uns einen Ausweg aufzeigt. Einen Ausweg aus den lebensbedrohenden Gefahren. Im Kontrast dazu die wenig aufgetragene rote Farbe, die dominant an präziser Stelle den Fluchtpunkt aus den Daseinsängsten aufzeigt. Simone Redl zeigt uns, wie wir diesen Lebensgefahren entrinnen können, wo wir inmitten des Bildes einen Fluchtweg entdecken. Eine Flucht nicht vor uns, eine Flucht nach vorne. Eine Flucht aus dem brennenden Haus der Ängste. Und wer dieser grünen Farbe folgt, wer sie sich in sich aufnimmt, wer den hoffnungsvollen Weg unserer Künstlerin beschreitet, der weiß, dass es im Park Exotik viele Auswege gibt. Dass der Park Exotik zum immerwährenden Paradies wird, wenn man in ihm verharrt. Herzlichen Dank. So. Ich darf mich jetzt nochmals für Ihr zahlreiches Erscheinen bedanken. Wir treffen uns zum Aperitif im Hotelfoyer und hier geht es weiter mit Herrn Rosenbauer und einem Fernsehinterview, anschließend Fototermin. Auch Hans-Jürgen Rosenbauer spielt mit in dieser Bilderverwechslungskomödie. Frau Redl, Sie haben die Laudatio gehört und da war doch relativ viel von Flucht die Rede. Entspricht das irgendwie dem Lebensgefühl, das Sie hatten, als Sie das Bild gemalt haben? Nein, ich war ganz erstaunt, was man alles in diesem Bild sehen kann und entdecken kann. Also daran habe ich persönlich natürlich nicht gedacht. Aber wenn das
jemand anderes darin sieht und es trotzdem gefällt, ist ja gut. Also als zentrale Metapher kam in der Rede auf dieses Bild tatsächlich vor Gefahr und sowas. Da habe ich nicht drin gedacht, sondern für mich ist es mehr ein, ja, ich setze Farben hier aus optischen Gründen und nicht aus bedeutungsvollen Gründen. Und auch so, dass so ein bisschen, ja, ist vielleicht übertrieben zu sagen, konstruktivistische, dass man darin erkennen kann, das würden Sie auch nicht so sehen. Muss ich fragen, was Sie meinen mit Konstruktivismus? Naja, Sie haben ja so bewusst bestimmte Formen, ja, die scharfkantig abgesetzt sind. Das ist bewusst. Also ich bin ein bisschen beeinflusst von den expressionistischen Malern. Das sind meine Lieblingsmaler und da ist es natürlich schon bewusst gesetzt. Schönen Dank. So, Jungs, nehmt die Klamotten, wir müssen leider... Ja, schönen tut mir Dank. Leid, das ist nee. Simone Redl hat freilich bei diesem Interview an ihr Bild gedacht, nicht an diesen Fluchtwegplan. Nun lockt sie einen Fotograf vor die Staffelei, um vom Werk und seiner Schöpferin ein paar Bilder zu schießen. Wie bitte? Ist das still? Ja, sicher, natürlich. Wenn Sie freundlicherweise... Ja, aber doch ja. Aber nein, Gottes Willen, das ist doch nicht mein Bild. Schauen Sie, Frau Redl, hier. Park Exotisch. 23, das ist 23. Aber um Gottes Willen. Nein. Das ist nicht mein Bild. Das ist nicht mein Bild. Hier hing... Hier, das ist mein Bild, das ist mein Bild. Hier, das da. Das andere, das ist das... Nein. Park Exotik, das hing hier. Also ich muss hinweisen, da ist es jetzt und es ist nicht mein Bild. Furchtbar peinlich. Also, ich weiß gar nicht, das ist mir so peinlich, was ich den Herrn Rosenau... Ich wusste gar nicht, was der mich immer fragt und so. Also... Darauf, liebe Kollegin, Frau Kölner, also wir werden das sofort aufklären. Mit den besten Absichten. Es ist so irrsinnig, finde ich. Dass der Fluchtweg... Aber Sie können trotzdem drüber lachen. Kamera. Nein. Ja, nein. Wirklich, das hat was von Vorsicht Kamera. Das tut mir leid. Der Fluchtweg von Feuerlöscher, Feuermelder, Vorsicht Kamera, glaube ich. Ja, wir haben zu Beginn der Sendung von Humor gesprochen. Ich habe dich gefragt, was verstehst du unter Humor? Und ich weiß, dass du einen Humor ganz besonders magst. Ja, kurz, ganz einfach, der englische. Und zwar deshalb, weil die Engländer den Mut haben und auch das Geschick dazu, schwierige Situationen ins Lächerliche zu ziehen. Und man kann darüber einfach lachen oder schmunzeln. Die Engländer, sie drehen ja auch mit versteckter Kamera. Es gibt auch ähnliche Sendungen, wie wir sie machen. Und die Engländer hatten sogar den Mut, im Toilettenhäuschen zu drehen. Das können wir natürlich hierzulande nicht tun. Wir haben aber wenigstens vor der Toilettentür gedreht. Gedreht haben wir zwar nicht in England, sondern fast vor meiner Haustür am Rande einer großen Veranstaltung, wo die Leute eben auch mal müssen. Türe zu, die einzige, die zu öffnen war. In der kurzen Zeit, die uns jetzt noch bleibt, sorgen wir für eine kleine Überraschung. Mucksmäuschenstill sitzt unsere Festgemeinde da. Und auch der rote Teppich darf natürlich nicht fehlen. Leise, leise. Denn unser guter Mann auf der Toilette darf ja nichts hören und sehen, was sich da vor seiner Türe alles abspielt. Wir sind nur gespannt, wie er reagiert, wenn er plötzlich im Rampenlicht stehen wird. Herzlichen Glückwunsch. Famose Gratulation. Sportliche Leistung. Neuer Rekord. 3 Minuten 50. Jawohl. Und nochmal? Dankeschön. Braucht ihr's? Thank you.
Herzlichen Glückwunsch. Tolle sportliche Leistung. Sagen Sie, waren Sie je schon schneller als 2 Minuten 90 Sekunden? Sie trainieren also heimlich? Ja? Nein, ich kann nur schnell mir sein. Herzlichen Glückwunsch, neuer Seniorenrekord. Fantastisch. Ich gehe des Öfteren und dann kriegt man da mittlerweile eine gewisse Übung drin. Hallo, junger Mann. Ja. Kommen Sie raus. Wollen Sie übernachten? Auch wir schauen jetzt mal auf die Uhr und nehmen Zeit. Und die Zeit sagt uns allerhöchste Zeit zum Aufhören. Das waren also Filme mit Axel Ganz, mit und ohne englischem Humor. Sir, danke schön, dass Sie bei uns waren. Danke, auf Wiedersehen. Und bald kommt unser nächster Streich. Der Hinweis darauf folgt sogleich. Viel Spaß. Aus Kindermund ist das Motto der nächsten Sendung.